Fotomotive. Ja, das ist auch immer wieder spannendes Thema. Wenn unsere Jungs, wenn sie irgendwo in den Tropen unterwegs sind, die typische Haltung ist irgendwie, man hält was fest und fotografiert es. Denn sie haben natürlich das große Problem, Tier im Busch, Tier Foto machen, Tier weg. Das heißt, sie müssen irgendwie sehen, dass dieses Tier auch da bleibt. Und da wir das ja nicht irgendwie ankleben wollen, müssen wir es rausnehmen, wenn wir es denn fangen können und es nicht beißt und dann irgendwie auf der Hand fotografieren. Also das ist so die ganz typische, machen Sie mal eine typische Körperhaltung, das ist die. Ja, das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil der Geschichte, wenn man mit mehreren Verrückten unterwegs ist. Wenn dann das erste Chamäleon gefunden wird, das war hier das erste, dann stürzen sich auf einen Schlag meist 70 Leute in dem Fall auf dieses eine, nee, es war nur die Hälfte der Gruppe, 30 Leute auf dieses eine Chamäleon und knipsen es 5000 Mal. Später beruhigt sich das. Zum Schluss hieß es, ich habe ein Chamäleon, kam nur die Rückfrage, wieder das Normale oder ein Besonderes? Also das änderte sich dann so ganz leicht im Laufe des Workshops. Aber die Fotomotive, das ist schon ein geiles Bild, wenn man da irgendwie 20 Verrückte sieht, die da alle so ein kleines Tier knipsen. Ja, das ist mein Lieblingsbild, das bin ich da in der Dorftoilette. Da habe ich Schmerlen gefunden und das ganze Dorf, Sri Lanka, stand am Rand dieses Gewässers und dachte, ich weiß nicht, was sie dachten, aber es stand ihnen förmlich in den Gesichtern geschrieben, sind die blöd. Aber faszinierende Schmerlen, die Aufnahmen sind sogar auch ganz gut geworden. Ja, das sind inzwischen gute Freunde. Was haben wir hier? Ja. Wenn man Fische fotografieren will und eben nicht in der Dorftoilette liegen will, dann muss man sie rausfangen und in solche kleinen Fotogefäße packen. Das geht wirklich sehr gut. Anschließend werden sie dokumentiert von so ziemlich jedem Teilnehmer. Aber da hat man wirklich mal die Chance, die Tiere auch sauber zu fotografieren, eventuell auch hinterher eine Artbestimmung vorzunehmen. Das ist unter Wasser sehr, sehr schwierig. Ja, hier nochmal ein Bild von mir. Wenn man zwei Fotoapparate mit unter Wasser nimmt, dann hat man Probleme. Die habe ich regelmäßig und das sieht entsprechend lustig aus, wenn ich mit den beiden komischen Fotoapparaten hantiere. Aber es gibt eine Erklärung dafür. Ich werde häufig gefragt, warum nimmst du denn auch zwei Apparate mit? Haben wir hier welche, die unter Wasser fotografieren? Ja, so ein bisschen. Bernd, wenn du ihn nicht fallen lässt, den Apparat. Es ist so, wenn Sie ein Fotoapparat mit unter Wasser nehmen, dann müssen Sie sich bei diesen Gehäusen vorher entscheiden, welches Objektiv Sie drauf machen. Das heißt, wir nehmen uns heute vor, wir wollen heute kleine Tiere fotografieren. Sie machen ein großes Makroobjektiv drauf. Ich verspreche Ihnen, bei diesem Tauchgang werden Sie höchstens Wale, Mantas und Schildkröten sehen. Dann haben Sie gelernt, beim nächsten Tauchgang machen wir ein Weitwinkelobjektiv drauf für die Wale, die Mantas und so weiter. Von da an ist das Wasser trübe und Sie sehen nur noch Nacktschnecken. Daraus habe ich wiederum gelernt, man braucht zwei Fotoapparate. Seitdem klappt das, aber es hat natürlich manchmal auch dann so ein bisschen Handlingsprobleme. Aber es kommen schöne Bilder dabei raus, wie hier vom weißen Hai. Da hatte ich den Fotoapparat außerhalb des Käfigs, das war Käfigtauchen. Der Köder wurde rangezogen und dann musste man schnell sein. Der Apparat war nicht schnell genug, das Zuschnappen des Kiefers ist deutlich schneller als eine 300stel Sekunde. Seepferdchen. Mini-Seepferdchen, Pygmy-Seahorses, 1,5 Zentimeter groß, leben in Gorgonien. Unser Chef hier, Roland Böhme, wollte auch mal Pygmy-Seahorses sehen. Ich sage, Roland, kein Ding. Wir fragen den Dive Guide vorm Tauchgang, unter Wasser ist die Kommunikation eingeschränkt. Wir möchten gerne zu den Gorgonien, wo die Pygmy-Seahorses leben. Der Dive Guide, no problem. Wir gehen runter, relativ tief, 30 Meter Tiefe. Strömung wie Sau, das bedeutet waagerechte Körperlage, mit einer Hand irgendwo festhalten und sich langsam vorrobben, bis man an dieser Gorgonie ankommt. Die Gorgonie war so groß ungefähr, so ein knapper Meter Durchmesser und da drin waren also diese Tiere. Der Dive Guide zeigte auch ganz aufgeregt auf diese Gorgonie und Roland saß da. Er saß da 20 geschlagene Minuten und guckte in diese Gorgonie. Sein Abstand zur Gorgonie variierte zwischen 1 Zentimeter und 50 Zentimetern. Er hat die Tiere nicht gesehen. Als Fotograf ist das noch ein Schritt weiter. Man hat zwischen sich und dem Tier die Taucherbrille zum Auge, von der Taucherbrille zum Unterwassergehäuse, vom Unterwassergehäuse zum Fotoapparat, durch die Linse hindurch ein nicht fokussierendes Objektiv. Das macht wahnsinnig Spaß und dann kommt dazu, dass man ja Licht braucht. 30 Meter ist nicht so ganz im Flachwasserbereich und das bedeutet, ich mache das Licht im Blitz an. Jetzt ist Licht da. Jetzt haben wir das nächste Problem. Die Seepferdchen mögen alles, aber kein Licht. Das heißt, so ganz langsam, also der Fokus ist überfordert, wandert es auf die Rückseite der Gorgonie. Das heißt, das kleine Tierchen, was eben noch da war, ist jetzt hinten. Jetzt wird es interessant. Wir denken daran, waagerecht Strömung festhalten. Fokussieren auf 2 mm.
jetzt nehme man den Blitz ab, halte ihn von hinten hinter die Gorgonie, damit dieses Tier wieder nach vorne kommt. Irgendwann ist es wieder vorne, dann geht das Spiel von vorne los. Okay, ein, zwei Tauchgänge, bevor man so ein Bild hat. Aber es hat sich gelohnt, oder? Also, ich kann nur sagen, kommt mal mit auf einen Workshop oder auf eine Expedition. Ihr seid unter Gleichgesinnten, unter Gleichverrückten. Ihr habt die gleichen Gesprächsthemen. Es sind immer nette Leute. Das ist etwas, was ich im Nachhinein verwundernd finde, aber irgendwie ganz, ganz toll. Ich bin mit bis zu 85 unbekannten Leuten unterwegs gewesen und es waren 85 nette Leute. Und das muss uns erstmal jemand nachmachen, in einem Hobby, in einer Branche unterwegs zu sein, wo man 85 Verrückte findet, die auch noch nett sind. Wer Interesse hat, auf unserer Homepage gibt es einen Newsletter, den kann man abonnieren. Und wenn die nächste Reise ansteht, das nächste Event, was auch immer wir machen, werdet ihr automatisch informiert. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Heiko Plessin. Bei weiteren Fragen steht auch er natürlich Ihnen auch jederzeit zu.